Ich denke, dass es eher so sein wird, dass bulgarische Musiker sich ausbreiten und versuchen, dann ihre Musik ein bisschen zu verändern und das eher vielleicht auch im europäischen Ausland. Ich glaube jetzt von mir aus nicht, dass ich als Deutscher unbedingt zufällig auf bulgarische Musik stoßen würde und dann, wobei das sein könnte. Ja, aber es ist natürlich eher so, dass Vlado als Bulgare ankam und hat gesagt, ich will das hier, diese Mischung machen, und hat sich die Band zusammengesucht. Well, I think it applies more to Bulgarian musicians because it is mixing their tradition with another tradition. So I think that from the standpoint of a Bulgarian musician, they have a more authentic viewpoint in that. Just like if you're mixing jazz with any form of music, if you are not, let's say, quote unquote, American or Black American, maybe you can also say that you don't have an authentic point of view just from listening from records or not listening to records. So I think that it's always stronger when you're mixing music to have people actually from that culture so that the mixture is authentic. So in the case of mixing Bulgarian and jazz, this particular mixture is probably more authentic and more close to what it really is than someone who maybe listens to a record in France and copies Bulgarian and jazz music. You know, it would sound in the direction of that, but it wouldn't be as authentic as having someone actually from America and someone actually from Bulgaria to do the mixture. Ja, mir gefällt es eigentlich viel besser bei Konzerte so zu spielen, weil, wie gesagt, bei Studioaufnahme oder so in dieser Situation, live und Aufnahme, die Sachen sind ein bisschen so vorbereitet für die Aufnahme, nicht für, für das Konzert. Естествено, не мога да се каже, че само в чужбина или само в България, сърцето ми е тук, така или иначе. Но и това, че всяка различна публика има своето отношение към една музика.
Oder soll ich auf Deutsch reden? Vielleicht auf Deutsch ist besser, ja. Also ich würde sagen, ja, mein Herz ist in Bulgarien. Natürlich, ich mag sehr gerne hier Musik zu machen und ich habe auch früher viele schöne Sachen erlebt und nicht so viel komponiert eigentlich. Die Stücke, das wir heute hören, habe ich alles in Deutschland gemacht, in einem stinkenden Proberaum in Südstern. Gypsy Smile ist ein Stück, der also spontan gemacht, wieder mit einer Saxophonlinie angefangen und dann weiter entwickelt. Und der Schlagzeuger heißt Venci Radev, ist auch eine Zigeuner aus Bulgarien und der ist ein sehr guter Freund von mir, der hat unglaubliche Lächeln. Der finde ich ist einfach die schönste Sache bei den Zigeuner, also die Augen und das Lächeln. Und das war eigentlich meine, habe ich an ihm gedacht, wenn das Stück fertig war. Eigentlich dieses Stück heißt so wegen seiner Lächeln.